An einem Abend im September 2014 lud Steve Bannon zu einem festlichen Dinner mit Cocktails in seine Stadtvilla in Washington ein. Die Villa ist ein stattliches Haus aus roten Ziegeln, unweit des Gebäudes des Supreme Court, dem höchsten Gericht der USA. Bannon war damals Chairman der reißerischen, rechtspopulistischen Website Breitbart.com. Er tritt für ein Amerika ein, das von Weißen dominiert wird. Bald sollten Breitbart und insbesondere Bannon die Wahlkampagne für Donald Trump unterstützen. Bannon wohnte nicht nur in der Villa, sie diente ihm auch als Büro für die Breitbart-Hauptstadtreporter sowie für Empfänge, zu denen das konservative Washington geladen war. Ein paar Dutzend Gäste waren gekommen. Darunter war Jeff Sessions, der republikanische Senator aus Alabama, der heute Trumps Generalstaatsanwalt ist und ein großer Fan von Breitbart. Der Ehrengast aber war damals ein in den USA wenig bekannter britischer Konservativer, Nigel Farage. Die Leute von Breitbart erzählten mir voller Bewunderung, dass Farage der Führer der United Kingdom Independence Party, der UKIP sei. Das schreibt Ray Challen, ein Reporter für das Magazin Rolling Stone, der ebenfalls eingeladen war. Und Farage sei an der Spitze einer Initiative, Großbritannien aus der Europäischen Union zu holen. Farage stand im Kamin unter einem Ölgemälde und hielt eine flammende Rede, in der er den damaligen Premierminister David Cameron kinnlos und mutlos nannte. Die amerikanischen Gäste waren begeistert. Aber Challen fand den Auftritt so irrelevant, dass er nur ein paar lustlose Notizen machte und später die Aufnahme der Rede löschte. Das, was er heute, war ein Irrtum. Weniger als zwei Jahre später war die Abstimmung im Brexit erfolgreich und jeder weiß, wer Nigel Farage ist. Nämlich einer der treibenden Kräfte hinter dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Aber keiner weiß, wie stark damit Breitbart in amerikanisches Geld involviert war. Geld von reichen Trump-Unterstützern. Einer davon ist Sheldon Adelson, ein ultrakonservativer Milliardär, der in Las Vegas mehrere Casinos betreibt und der die lokale Presse aufgekauft hat, um vor Kritik sicher zu sein. Trumps wichtigster Wahlkampfspender aber ist Robert Mercer. Mercer finanziert sowohl Breitbart als auch Breitbart's Dokumentarfilme über konservative Politiker. Mercer hat auch den Brexit finanziell unterstützt, indem er austrittswilligen Briten, allen voran der Initiative Leave.eu, die Dienste seiner Datenanalysenfirma Cambridge Analytica zur Verfügung gestellt hat. Cambridge Analytica erstellt sogenannte psychometrische Profile. Das sind Persönlichkeitsprofile, mit deren Hilfe sich erfassen lässt, welche politischen Präferenzen Internetnutzer haben. Dazu werden Online-Umfragen genutzt, Daten in Social Media wie Facebook, Pinterest oder Instagram, Daten von öffentlichen Ämtern, Ärzten oder E-Commerce-Anbietern, Mitgliedschaften in Vereinen, Wählerverzeichnisse, Kreditkartenkäufe und Kundendaten. Also wenn Sie bei Facebook eins dieser Quiz ausfüllen, welche Politiker finden Sie am nettesten oder worauf stehen Sie, das sind dann diese Daten, die Einfluss finden. So lassen sich Millionen von Wählern mit quasi individuellen Botschaften gezielt ansprechen. Farage beschäftigt Leute von Breitbart als Berater. Der Pressesprecher von Leave.eu, Jack Montgomery, ist der Büroleiter von Breitbart in London. Am Tag nach der Abstimmung zum Brexit lud Bannon den UKIP-Führer Farage in das Londoner Büro von Breitbart zu einem Radioauftritt ein. Die Europäische Union ist gescheitert, sagte Farage irritierend. Ich freue mich zu sagen, dass die EU dem Untergang geweiht ist. Daraufhin Bannon, das ist eine großartige Leistung. Ich gratuliere Ihnen. Das überrascht die nicht, die ihn kennen. Bannon hasst die EU, sagt Ben Shapiro, ein früherer Breitbart-Reporter. Er sieht sie als Instrument für die Globalisierung. Bannon will starke christliche Nationalstaaten in Europa, in denen es nationalistische Bewegungen gibt.
Das werde auch den Einwandererstrom aus islamistischen Ländern nach Europa ein Ende bereiten, glaubt er. Und ähnlich denkt Stephen Miller, ebenfalls ein Berater von Trump, auf den der Reisebann gegen Muslime zurückgeht, der neulich, also schon mehrfach in der Presse diskutiert wurde und der jetzt nicht ganz ruhig ist. Bannon, der 2016 auf die Empfehlung von Mercer in das Wahlkampfteam von Trump aufrückte, hat auch Trump und Farage miteinander bekannt gemacht. Heute ist Farage gern gesehener Gast im Weißen Haus. Das schreckt die EU auf. Die EU ist ernsthaft bedroht, sagte liberale Parlamentarier Guy Verhofstadt im Januar in London. Denn Trump hört auf Bannons außenpolitischen Rat. Der Präsident traf sich nicht nur früh und demonstrativ mit der britischen Premierministerin Theresa May, die ebenfalls hinter dem Brexit steckt. Auch die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wurde vor der Wahl im Trump Tower gesichtet. Trump engagierte mit Sebastian Gorka, einem früheren Berater des ungarischen Präsidenten Viktor Orban, ebenfalls ein führender Rechtspopulist, und den russischen Staatschef Wladimir Putin, auch kein EU-Freund, sieht Trump als Bruder im Geiste.